Erneut haben tausende Katalanen dafür demonstriert, dass eine Volksabstimmung über die Abspaltung von Spanien stattfinden kann. Diese Abstimmung soll schon in gut einer Woche sein. Die katalanische Regierung beharrt darauf, die spanische Zentralregierung will sie unter allen Umständen verhindern. Beide Seiten haben sich inzwischen in diesen Konflikt verrannt. Man habe auch Notfallplanungen, sodass die Volksabstimmung in jedem Fall stattfinden könne, sagt der Chef der katalanischen Regionalregierung. Sie werde aber vor allem stattfinden, weil die überwältigende Mehrheit sie unterstütze. Diese Menschen hätten die Anmaßungen der Zentralregierung satt. Für diese Zentralregierung in Madrid ist jeder Abspaltungsplan verfassungswidrig. Spaniens Verfassungsgericht hat die Abstimmung verboten. Die stellvertretende Regierungschefin ruft die Katalanen dazu auf, das Recht und die Demokratie zu achten. Inzwischen hat die spanische Polizei Millionen Wahlzettel beschlagnahmt und mehrere Menschen festgenommen, die mit der Abstimmung in Verbindung stehen. Wie eine Volksabstimmung über eine Abspaltung von Spanien ausgehen würde, ist offen. Die meisten Katalanen hätten aber gern, dass sie stattfinden kann.